Willkommen beim Video zum Goldenbrett. In diesem Video lernst du, wie man Wahrscheinlichkeiten beim Goldenbrett berechnet. Rechts unten siehst du ein Goldenbrett abgebildet. Jedes Mal, wenn die oben eingeworfene Kugel auf einen Nagel mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet trifft, fällt sie mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach links und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach rechts. Ein möglicher Weg, bei dem die Kugel im Fach 2 landet, ist eingezeichnet. Wie viele verschiedene Wege gibt es, bis die Kugel schließlich in irgendeinem der 6 Fächer landet? Bitte versuche nun, die Aufgabe zuerst selbst zu lösen und pausiere das Video. Dieses Goldenbrett hat 5 Reihen. Das heißt, gesamt trifft die Kugel auf 5 Nägel. Bei jedem Nagel gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Kugel fällt nach links oder die Kugel fällt nach rechts. Somit haben wir also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. 2 hoch 5. Das sind 32 verschiedene Wege, die die Kugel nehmen kann, bis sie schließlich in irgendeinem der 6 Fächer landet. Nun wollen wir uns ein paar Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 0 landet? Bitte denke bei der Berechnung wieder an die Formel Anzahl der günstigen Ergebnisse durch Anzahl der möglichen Ergebnisse. Pausiere bitte jetzt das Video und versuche die Aufgabe zu lösen. Wie wir uns bereits vorhin berechnet haben, gibt es 32 verschiedene Wege, die die Kugel nehmen kann. Also haben wir 32 mögliche Ergebnisse. Damit die Kugel im Fach 0 landet, muss sie bei jedem einzelnen Nagel nach links rollen. Wir haben hier also nur einen günstigen Weg. Somit beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit 1/32. Das sind 3,125%. Als nächstes ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass die Kugel im Fach 1 landet. Bitte versuche auch hier wieder zuerst, das Beispiel selbst zu lösen. Pausiere das Video. Auch hier gibt es wieder 32 mögliche Ergebnisse. Damit die Kugel im Fach 1 landet, muss sie einmal nach rechts und 4-mal nach links rollen. Es kann sein, dass die Kugel bereits beim ersten Nagel nach rechts rollt und dann 4-mal nach links. Es kann aber auch sein, dass die Kugel erst beim zweiten Nagel nach rechts rollt und sonst immer nach links. Genauso ist es aber möglich, dass die Kugel beim dritten Nagel nach rechts, beim vierten Nagel nach rechts oder beim fünften Nagel nach rechts und sonst immer nach links rollt. Gesamt haben wir also 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene günstige Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit beträgt somit 5/32. Das sind 15,625%. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Überlegen für dich. Kannst du auch schon beantworten, wie wahrscheinlich es ist, dass die Kugel im Fach 4 landet?
Versuche, eine Lösung zu finden und halte das Video jetzt kurz an. Wie wir sehen können, ist das Goldenbrett symmetrisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel nach links rollt, ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel nach rechts rollt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 4 landet, gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 1 landet. Also ist die Wahrscheinlichkeit auch hier 15,625%. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 2 landet? Wie immer, versuche auch jetzt die Aufgabe zuerst alleine zu lösen und halte das Video kurz an. Hier gibt es wieder 32 mögliche Ergebnisse. Damit die Kugel im Fach 2 landet, muss sie zweimal von den 5 Möglichkeiten nach rechts rollen. Gesucht ist also die Anzahl der Möglichkeiten, dass die Kugel bei 5 Nägel zweimal nach rechts rollt. Die Lösung liefert der Binomialkoeffizient, nämlich 5 über 2. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 10/32. Und das sind 31,25%. Zum Abschluss noch die Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 3 landet? Ich bin sicher, du kannst auch diese Frage ganz schnell beantworten. Halte nun das Video kurz an und überlege dir die Lösung. Wie wir bereits vorhin gesehen haben, ist das Goldenbrett symmetrisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 3 landet, ist somit gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach 2 landet, also 31,25%. Nun sind wir schon am Ende. Danke und bis zum nächsten Video.